schönen guten Morgen aus dem Rheindelta. Wunderschöner Tag. Wir schauen mal, was wir finden zu fotografieren. Schön, dass ihr auch reinschaltet wieder bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hier hinten ruft noch der Kuckuck. Ich habe ihn vorher erwischt noch mit einem Foto, ich zeige euch das mal. Ein bisschen weit weg, musste ein bisschen stark kroppen, hatte leider den Telekonverter nicht drauf. Mal schauen, ob er noch ein bisschen näher dann kommt, aber der sitzt da immer hinten auf den Ästen und ruft. So, seit längerem habe ich wieder mal eine Gartengrasmücke gesehen, hier oben auf dem Baum. Da singt sie. Zeige euch mal Fotos und kurze Videosequenz davon. Ah, schön, was man hier am Morgen alles sieht. Seid ihr auch so begeistert von Reihern wie ich? Also ich könnte da immer wieder Fotos machen davon. Hier habe ich endlich mal eine Graureiher erwischt im Flug mit dem Fisch im Schnabel. Habe ich, sehe ich selten, meistens fischen die ja wirklich so, die sitzen irgendwo und sind da am Fischen, aber dass sie da was im Schnabel haben im Flug, habe ich jetzt eher weniger gesehen. Hier konnte ich ihn wirklich noch schön fotografieren. Seht hier, hier ist der Rhein und der fließt dann hier vorne in den Bodensee und ich habe jetzt hier vorne noch die Flussregenpfeifer für euch mal gefilmt und ja, ist auch das eine oder andere Foto noch entstanden. Wie gesagt, das Licht ist nicht mehr so optimal, aber trotzdem konnte man die noch schön fotografieren und die sind da meistens irgendwo da am Rand unten. Wenn man Glück hat, dann sieht man sie und hört man sie vor allem dann, wenn sie in der Luft sind und pfeifen. Ich habe jetzt mal versucht, die Flussregenpfeifer im Flug zu erwischen. Gar nicht so einfach. Vor allem, ja, das Licht ist einfach nicht mehr gut jetzt. Ich habe mal auf 4000stel Verschlusszeit gewechselt und ich blende euch mal so ein, zwei Bilder ein. Sind jetzt nicht schlecht geworden, könnten noch ein bisschen besser sein, aber besser kann man, ist irgendwie nie zufrieden mit dem Bild. So, das war's von heute Morgen vom Rheindelta. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, das Video anzuschauen. Ich sage danke, würde mich über ein Like, einen Kommentar natürlich sehr freuen oder auch über ein Abo. Schaut sonst auch mal bei mir auf Instagram vorbei, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Also, vielen Dank und bis bald. Tschüss.